Cooked Meat, wie viel bringst du? Oh, okay, doch. War recht in Ordnung. Ups. Da wird's nachts. Sleep? Nö, brauchen wir eigentlich nicht. Dann können wir jetzt hier echt mal hingehen und ein bisschen was machen. Yay! So. Dann natürlich erstmal ein bisschen was kochen. 16 Stück. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Dann noch Seed. Können wir auch mal eben essen. Und da haben wir schon wieder einen. Nice. Zack. Alter. Es geht ab. Vor allem voll geil, dass sie auch noch in der Nacht kommen. Das hätte ich eigentlich gar nicht gedacht. Dass die Vögel auch in der Nacht rumgammeln. Naja. Also eine sinnvolle Investition. Ja gut, Fleisch. Behalten wir lieber mal. Den Rasierer kann man anscheinend öfter benutzen. Das ist schon mal cool. Das hier. 6 Federn, 13 Federn, nice. Twigs brauche ich auch erstmal nicht. Obwohl doch, brauche ich wohl. Verdammt. Da ich mir noch keine richtig tolle Schaufel machen kann, musste ich leider damit leben, jetzt hier die billig. Hä? Bin ich behindert? Da, die Billigkacke zu produzieren. Das Zeug aus Japan. Ne, das war's nicht. Das war's. Nice. Einfach mal. Okay. Sekunde, erstmal ein paar Sachen loswerden. Ja, komm, das hier, dann will ich noch eine haben. Und dann können wir von mir aus auch gerne das hier wieder zurücklegen. Na toll. Und noch, was noch, was noch. Irgendwas wollte ich gerade noch zurücklegen. Das hier auch. Falls wir das nicht hier noch irgendwo haben. Ach, egal. Nimm mal die Bäume. Yay! Okay, dann pick up Tentacle-Zeug. Nee. Die spare ich mir auf, falls ich HP verliere. Die hier können wir jetzt gerne mal produzieren. Das wollte ich ja sowieso machen. Na gut, jetzt geht sowieso nicht mehr. Super. Aber jetzt habe ich wenigstens ein bisschen Platz. Okay, das sollte auch reichen für die Nacht. Können wir gerne mal da reinpacken. Und der Rest eigentlich auch, ne? Das sollte reichen. Ach, fuck. Ich wollte mal gucken wegen den Käfern. Genau. Leuchtet hier irgendwas? Gibt es hier irgendwas? Ne, gerade nicht. Kann natürlich auch sein, dass das nur irgendwie sporadisch ist. Und dass das nur an manchen Tagen machbar ist mit den Bugnet, woo. Alle sind da ganz wunderbar. Bugnet, ding 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 ding. Vorsicht, jetzt geht's ab hier. Ach so, da ist noch Gas. Alle sind bei dir. War das hier? Yep. Nice. Yay. 4 Stück. Yay! A Fogel! Ja, komm, können wir da doch direkt noch kochen, wenn wir schon mal dabei sind, hier noch rumzugammeln, obwohl wir schon längst weg wollten. Alter, jetzt ist da noch einer drin. Egal, erstmal ignorieren. Ruhig mal ein bisschen Fleisch essen. Also, Hungerprobleme ganz weit von entfernt. So weit war ich echt noch nie davon entfernt, da Probleme zu entwickeln. Ich habe erstmal 24 gekochte Dinger, dann noch Fleisch. Dann noch, wie heißt das? Ach, fuck. Dann noch, Berries. Und dann eben noch die Möglichkeit, jederzeit Fleisch von diesen, Pigs zu bekommen, die jederzeit respawnen können. Ich glaube, einmal täglich oder so war das. Ja, cool. Guck mal, haben wir jetzt schon die Dinger zum Planten. Und jetzt bin ich gespannt. Ja, beides. Nice. Das da oben sollte ich vielleicht auch mal aufheben. Nicht einfach nur liegen lassen im Dreck. Eine Sache könnte man auch noch reinpacken. Die Idee hatte ich auch schon von Anfang an, seitdem ich das Spiel zum ersten Mal gespielt habe. Ich finde es schade, dass man sich praktisch keine richtige Behausung mehr erstellen kann. Also, es ist ja echt so, dass... WTF, kann man nur 10 Stück davon tragen? Was ist das denn?
Es ist ja so, dass man wirklich nur Lagerfeuer hat, um sich irgendwie, zu schützen. Lagerfeuer ist ja auch in gewisser Weise Schutz, weil viele Tiere auch Angst davor haben. Und, ich habe keinen Platz. Toll. Das ist echt toll. Da! Okay, dann grabe ich erstmal ein bisschen und dann habe ich ja wieder Platz. Shit, ey. Naja, ich find's toll, wenn man sich da irgendwie eine Behausung oder so basteln könnte. Aus Stein, aus Dreck, aus Holz, aus keine Ahnung was. Wo man dann einfach weniger, weiß ich nicht. Was könnte man denn da als Belohnungssystem einbauen, dass man so ein Haus hat, dass die Nacht umgeht, dass die Nacht schneller umgeht? Irgendwie so eine Kacke. Wäre gar nicht mal so dumm. Und abwegig. Also es soll natürlich auch in die Geschichte, ins Spiel passen. Und ich denke schon, dass so eine kleine Hütte schon in die Geschichte und so reinpassen könnte. Yay! Dann nochmal ein Fleisch essen. Da haben wir gleich dann auch wieder ein bisschen Platz. Das ist nice. Boah, ich glaube, das wird echt eine... Oder es ist schon eine 3-Stunden-Aufnahmesession. Ihr wisst ja, oder ihr könnt ja überprüfen, wann ich das letzte Mal eine Begrüßung reingehauen habe. So. Ja gut, dann Tag 32. Also es kommt mir auch so vor, als wenn die Tage langsamer umgehen würden als sonst. Keine Ahnung, so ab 20 oder so zieht sich das Ganze schon ein bisschen in die Länge. Ich weiß jetzt nicht, ob die Tage länger dauern oder ob das einfach ist, wenn man das länger spielt. Keine Ahnung. Null Plan. Kenn ich mir nicht mit aus. Okay, ich glaube, ich habe gleich keinen Platz mehr hier. Ja, jetzt. Jetzt, glaube ich, eng. Yep. Verdammt. Ja gut. Fleisch. Yay, brauche ich zwar nicht, aber ja, okay. Ich glaube, hier unten habe ich noch... Ja, genau, hier war das. Ein paar Sachen liegen gelassen. Yay. Ach, und da auch noch. Ja, so kann man doch super geil fahren, Mann. Das hätte ich schon im Part 1 machen sollen, Mann. Direkt mit einer Schaufel diese Scheiße abfahren. Da bin ich gar nicht drauf gekommen. Das ist wirklich von Anfang an sinnvoll. Ich wüsste nicht, warum es nicht sinnvoll wäre. Jetzt, wo man beide Sachen bekommt. Ja, Schaufeln haben wir auch gut dann zerstört. Benutzt. Zerstört hört sich direkt so negativ an. Obwohl es eigentlich schon eine negative Sache ist, wenn ich eine Schaufel verliere. Yay. So, jetzt fliegt er mal rein. Komm, fliegt in mein Netz. Oh, okay. Das hier können wir noch abholen. Und das auch noch. Hui. Oh, fuck. Scheiße. Oh. Okay. Gucken wir mal eben, ob hier irgendwo so ein Käferlicht ist. Aber ich glaube, das ist irgendwie nur an speziellen Stellen. Am Friedhof oder so eine Kacke vielleicht. So, erstmal. Ach komm, weißt du was? Sleep. Gute Nacht. Schlaf gut. Macht ja keinen Sinn, oder? Für mich hier zu warten. Ja gut. Dann baue ich mal eben so ein bisschen was an. Das Tier riecht mich auch schon wieder auf. Scheiße, ey. Könnte nicht irgendwie ins Wasser werfen. Oder verbrennen. Ah, ich trottel. Natürlich kann ich das loswerden. Das vergesse ich immer. Dass man das ja auch noch in die Scientist-Scheiße hier reinpacken kann. Ein Punkt. Wow. Lohnt sich doch dafür, den weiten Weg auf sich zu nehmen, oder? Ja, Vögelis, ihr könnt da gerne reinlaufen. Finde ich echt nice. Toll. Fliegt er da noch nicht mal rein. Naja, plätten wir das Ganze mal eben. Weiß jetzt gerade nicht, wie es am besten wäre. Schön nebeneinander natürlich. Geil. Alter, ist das geil. Das wird so viel schneller gehen. Ich sag's euch. Richtig cool. Alter, ja okay, das war jetzt ein bisschen doof, aber...
Guckt euch mal an, wie dicht man die aneinander platzieren kann. Das ist doch krank. Ich meine, ich hoffe, das buggt nicht irgendwie, dass man dann nachher die Dinger nicht richtig aufheben kann oder was weiß ich, was da passiert. Kann ich das auf Butterfly? Warte mal, da probieren wir mal eben. Mit dem Bugnet. Bugnet! Woo! Das wird nie alt. Bart sollte mir auch demnächst wieder wachsen. Catch. Gotta catch em all. Gotta catch em all. Butterfly Wings. Du Schmetterling. Hä? Wo bist denn du? Ist er mir gefolgt? Ach da, cool. An den Pflanzen. Ach so. Kann man sich rein theoretisch auch einen Farmspot dafür besorgen, ne? So, Butters? Egal. Ich, lass mich schon wieder zu leicht ablenken. Ich werde jetzt nämlich erstmal hingehen. Boah, alter Falter. Und, die Teile hier planten. Bisschen woanders, aber recht in der Nähe. Boah, das geht ja genauso, ey. Krass. Ist ja übel. Das war's? Kann ich überhaupt damit machen? Irgendwas bauen? Hab ich jetzt noch nicht so aktiv gesehen, dass das geht. Komm, fang es. Yay. Zwei Stück. Los. Yay. Drei Stück. Noch einer. Also die mögen Blumen anscheinend. Wer hätte es gedacht? Ja. Da habe ich ihn. Ja, eigentlich könnte ich da nur so ein bisschen hier graben. Boah, geil. Alles nachgewachsen. Das ist natürlich richtig geil. So bekommen wir auch ein bisschen mehr Gras. Schon alleine durchs Abpflanzen. Absägen. Abreißen. Rausreißen. Ach, und da hatten wir noch ein paar Sachen liegen gelassen, genau. Tag 33. Jo, das lässt sich schon sehen. Na, no, verdammt. Jetzt fehlt. Oh, jetzt habe ich keine Schaufel mehr. Ihr seid mir vollkommen egal. Ach, fuck. Ja, okay, ich gehe weg. Ach, guck mal. Der Vögele. Was machst du denn hier? Ach so, ist schon. Ja gut, können wir im Prinzip hingehen und das Feuer schon mal anmachen, um ein paar Sachen zu craften. Verbrennen, nee, bringt nichts. Was wollte ich denn überhaupt machen? Hä, was wollte ich denn? Ach, Butter? Eat? Eat? Die Butter essen? Ich wollte doch gerade irgendwas machen hier. Irgendwas braten. Jetzt habe ich gar nichts zum Braten. Naja, auch gut. So kann es natürlich auch gehen. So, und wofür brauche ich jetzt bitte die Schmetterlinge? Change your skin. Guck mal, da geht schon die Luzi ab. Da unten. Ah, was war das nochmal? Achso, das war das, um über Nacht zu... Okay. Ich bin noch hier in so einem Alchemie-Ding. 500. Warte mal, war da nicht auch was mit... Ne, das könnte man eigentlich schon herstellen. Okay, komm, warte. Erst was essen, nicht, dass wir verhungern. Wäre ziemlich fies. Und dann... Gute Nacht. Yay! Kein Bart? Oh. Es geht mir gerade wirklich auch, natürlich darum... Ach, genau das wollte ich machen. Hier, natürlich. Die Dinger, die ich liegen gelassen habe, zu kochen. Nee, primär überspringe ich gerade natürlich auch die Tage, um den Bart schneller wachsen zu lassen. Ist ja klar. Ah. Komm, ich kümmere mich erstmal darum, dass ich mehr Platz habe. Arschlecken. Ah. Okay, erstmal da hinlegen. Mein Gott, ist okay. Und ich hab doch Platz. Was los? Ich darf aufheben. Ja gut, dann können wir auch direkt hier die Strafrolle machen.
Und natürlich danach dann auch mal eine zusätzliche Rüstung. Da. Immer noch nicht genug Platz. Okay, was packen wir denn weg? Ich weiß immer noch nicht, wofür der Butterfly ist. Der Butterfly. Oder Butter. Butter ist ja bestimmt voll selten. LOL! Fast 100. So 80 oder so. Krass. Na cool. More items, more items, more items. Und let's cook together. Let's cook together. Perfekt. Oh, cool. Ja, nochmal. Gar nicht nervig, immer dann wieder dahin zu latschen. 29. Und da ist noch einer reingegangen. Cool. Das warte, ich esse jetzt einfach die Bären, damit ich mehr Platz habe. So ätzend.